herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play Together. Willkommen. Wir spielen Ark. Ja, wer hätte es gedacht? Eigentlich mehr aus einem Witz entstanden. Ich habe mir das Spiel vor ein paar Tagen bei Steam gekauft. Ich muss dazu sagen, ich besitze eine High-End-Ultra-Grafikkarte. Ne, Fonze, nämlich deine alte. Eine Radeon HD 5670, glaube ich, ist es. Und die Frage war, läuft das Spiel auf dieser Karte? Und das haben wir dann gleich hiermit beantwortet. Ich spiele das Ganze, ich werde gleich die Einstellung kurz zeigen, spiele das Ganze auf 1080p, wer hätte es gedacht, und auf Medium bis Low Details, aber es funktioniert. Also wem das zu wenig ist, guckt per Hotze, wem das reicht, der kann es auch bei mir schauen. Ja, bei mir muss ich eigentlich sagen, ich musste auch ein bisschen runterdrehen. Ich habe zwar ein bisschen besseren Rechner mit einer GTX 79 drin, allerdings ist es bei mir so blöde warm, dass der CPU schon rummeckert, dass es zu warm für ihn ist. Ja, deshalb muss ich ein bisschen runterdrehen. Vielleicht muss ich noch während des Games irgendwo mal gucken, wie sich die Framerate gleich verhält. Ansonsten, ich kann das. Oh, scheiße. Du kannst das auch scheiße. Jetzt bist du wahrscheinlich gerade vom Server geflogen. Ich bin gerade vom Server geflogen. Ja, willkommen. So läuft das hier erst. Wir reden zu viel, glaube ich. Oh, jetzt ich auch. Scheiße. Okay. So, wir joinen mal wieder. Ja, ich joine auch mal eben. Ich weiß noch nicht, ob ich das ausgeblendet habe. Also wir wollen natürlich nicht, dass der Server überrannt wird oder sowas. Von unseren unzähligen Abonnenten. Die ja vielleicht noch irgendwann mal kommen werden. Ja, also, ja, bis dahin. Nee, also wir haben uns nicht, wir haben uns einfach einen unofficial Server geschnappt, der ein bisschen Platz hatte, und ich hoffe, die Betreiber haben da nichts gegen, dass wir da ein bisschen. Könnte mal sein, dass wir, falls sie uns mal irgendwann runterwerfen, dass wir uns einen neuen suchen müssen und von vorne anfangen müssen. Aber wir wollen jetzt erstmal das nicht das Negative sehen. Denke ich mal. Eben. Nein, also ich denke, ist ja vielleicht auch ein bisschen Werbung für den Server, und soweit der ganz gut läuft. Wir haben hier also ein Alpha Rex, muss man dazu sagen. Und sollte der ganz gut laufen, ja, vielleicht joint ihr auch mal drauf. Ja, dann lass uns jetzt einfach mal beginnen mit der Charakterstellung. Ich bin dafür, dass wir mal was nicht so Normales nehmen. Nicht so, ich mag aber diese ganz abstrakten auf jeden Fall auch nicht so gern. Also, ich schau mal, was kann man denn da vorauswählen? Herr Koller ist natürlich immer sehr interessant, wo man die Frisur nicht ändern kann. Wir haben also quasi immer kurz rasiert. Obwohl, bei Female wäre das natürlich wieder eine andere Sache mit der Herr I. Die sieht aber hässlich aus. So, Eye Color, was haben wir denn da? Ich überlege, ob ich mir so einen Riesen mache, der gar nicht mehr ins Bild passt. Wo haben wir denn hier? Lex. Ja, ich glaube, ich werde mir auch ein bisschen was Größeres machen. Dann brauche ich mich, obwohl, da muss ich mich immer sehr viel bücken. Das ist auch nicht so toll. Wenn ich mir was anderes mache, ich guck mal kurz. Ich könnte auch als Frau rumrennen. Nee. Nein. Ja, geile Scheiße. Also ich gehe mal vom Grundmodell aus und dann gucke ich mal, dass ich ein bisschen verändere. Ja, ich auch. So, Name? Auf welcher Position starten wir denn? Achso, das können wir schon. Osten, Westen oder Süden oder was auch immer. Du kommst aus dem Norden, lass uns im Norden starten. Es geht nur um 1, 2 oder 3. Weil die sind ja meistens schon von links nach rechts oder so aufgeteilt, tipp ich mal. Ne? Also sollen wir dann mal mittig nehmen? Irgendwie ich würde 2 vorschlagen. Ja, dann werden wir schon mal joinen. Ach, du joinst schon mal. Okay, ich muss noch ganz schnell. Also ich mache nicht viel, denke ich mal, beim Charakter. Ich werde einfach mal ein bisschen. Wir joinen. Hoppala, hier hakt es gerade kurz. Der Rechner muss sich beruhigen. So, und wir joinen bei einer anderen Hütte, sehe ich gerade. Oh, das ist dann aber nicht so toll, ne, oder? Die ist auch schon ein bisschen größer. Denn da auch wer drin? Oh, da hat sich jemand aber echt was Feines gebaut, muss ich sagen. Mit einem Lagerfeuer drin. Owner Kreativator. Was hat denn der in seiner... Oh, Thatchwall. Brauchen wir zweimal Thatchwall? Nein, wir klauen natürlich niemanden irgendwas. Nein. Da keine Sorge. Wir machen unser Ding. Wir wären auch froh, wenn man unsere Dinger dann auch in Ruhe lässt. Also. Richtig.
So, wie ihr seht, links oben, Frames sind alle so um die, sind immer so um die 20 bis 25. Man muss dazu sagen, OBS läuft natürlich auch, TeamSpeak läuft und wird natürlich gleichzeitig mit aufgenommen. Und wie gesagt, nicht vergessen, HD 5670, also wer auch diese Karte hat, ihr könnt es euch Spiel kaufen, wenn ihr jetzt nicht auf High-End-Grafik steht, stellt. Ja, steht und stellt. Wäre vielleicht noch zu wissen, welchen Prozessor du hast. Das spielt ja auch eine Rolle. Ja, Wenn das du schon ist diese dann, Tipps gibst. das ist ein AMD FX 6100 müsste das sein, also ein Sechskern mit, ich glaube, jeweils 3300 Megahertz, glaube ich. Board weiß ich jetzt nicht, ist ein Oh, Asus oder ein Asus? Ich glaube, ein Asus und ganz wichtig, ich habe 16 GB RAM, also da dann schon ein bisschen mehr. Die laufen auf 1600 oder 1333, ich weiß es gar nicht. naja, gut, aber Ist so hat auch. man so einen kleinen Überblick, ne, wenn es nur die Grafikkarte ist. Genau. Ja gut, kommt bald auch, wenn alles klappt, ein neuer Rechner, der wird dann etwas besser. So, ich bin dann auch schon mal gespawnt jetzt. Okay, ich sehe dich ehrlich gesagt noch nicht. Wir müssen natürlich als erstes gleich mal ein Tribe gründen, richtig? Richtig. Möchtest du das schon Damit mal? wir. Ja, dann geht's wieder los mit der Namensfindung. Gottchen. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, wir nennen uns einfach ganz klassisch LPT. Aber ich sehe da hinten eine kleine Hütte. Das könnte die sein, von der du geredet hast. Ist das eine kleine auf Fetch? Ja. Ah, dann könnte das die sein. Ne, etwas höhere, also es sind 2 Etagen. Aber ich sehe Ach dich so. ehrlich gesagt noch Zwei nicht. Etagen? Nee, das. Zwei Etagen. Ich versuche mir gerade erstmal so eine Pickel hier zu craften, damit ich da. Hier laufen mich gerade ein paar Dodos rum. Ich dachte, ich könnte mir dann schon mal ein bisschen Halt mitnehmen. Ich bin bei 68, 79 würde ich sagen. Lass mal sehen. In Uah, etwa. Sonne, 68. Ach, wir sind jetzt. Ach, das ist Norden hier. Ich dachte, das war Süden. Nein, nein, das ist Norden. Ach nee. So sehe ich mich nie auf der Karte. Was, du siehst dich nicht auf der Karte? 68. So, was können wir uns denn jetzt hier schon craften? Fetch, dafür brauche ich Fetch und Fetch gibt's an den Bäumchen. So, was brauche ich noch? Wood, ich brauche ein Wood. Oh. Das mit bloßen Händen, das ist immer so blöde. Ja, aber echt, ich prügel hier gerade auf die Bäume um. Ja, ich kriege hier nur Fetch raus. Ich habe schon alles für die Picke. Ein Wut, ein Wut. Ah, ich habe ein Wut gekriegt. So. Da bin ich nicht so ganz nackig irgendwie. Also. So, natürlich brauche ich gleich einen Flint. So, dann. Zacki und. Ich starte mal eben den Tee, ne? Oh, ich habe Und einen. natürlich sind in der Zwischenzeit die Dolos alle abgehauen. Ja, super. Ah ne, da rennt noch einer. Oh, Level up, Level up, das ist geil. So, ich gehe mal auf gesund. Ach, scheiße, sehe ich scheiße aus. Ey. Entschuldigung. Man sagt scheiße nicht und Ich das habe schon gerade ganze zweimal. gelevelt. Ja, ich auch. Das ging. Ach so, das ging fix. So, Ich glaube, der Level bietet ein craft bisschen mehr XP, das muss man dazu auch sagen. Also. ich. Das weiß ich nicht. Das, was beistand, war Taming Speed, dass der halt erhöht ist. Ach Aber so. wie das jetzt genau mit Dings aussieht. Oh, Fiber brauche ich als nächstes. Oh, kleine Texturschwäche gerade bei mir hier. Huiuiui. Ja, bei mir auch ein bisschen. Aber mein Gott, wie gesagt, wem's nicht gefällt oder so, der darf das gerne woanders gucken. Bei uns ging es eigentlich mehr um den Spaß und ums Testen vor allen Dingen, ob das Ding überhaupt auf meinem Rechner läuft. Und ja, vielleicht werde ich die Konfiguration vom Rechner auch nochmal in die Beschreibung reinsetzen, damit ihr gucken könnt, was ihr so habt im Vergleich. Ist vielleicht interessant für Leute, die jetzt sich nicht sicher sind, läuft's, läuft's nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch auf dem Extreme Low Memory Mode gestartet über Steam. Auf der normalen Version von Ark, ja, kriege ich die Frames nicht zusammen. Was da jetzt genau der Unterschied ist in der Ja, Spielsitzung, aber keine Ahnung. wahrscheinlich wird da ein bisschen was komprimiert noch oder so, hatte ich. Ich denke. Komisch, ich habe Oh. ein klein bisschen Matschtextur.
Mir ist kalt, obwohl wir hier 85 Grad haben. Natürlich. Ich gehe mal ganz kurz in die Options, gucken euch noch ein bisschen. Hier seht ihr mal meine Konfiguration, wie das gerade eingestellt ist. Ja, kann ich ja auch mal kurz zeigen. Also wir haben hier Full HD. Wer hätte es gedacht? Resolution Scale ist für die meisten vielleicht sehr interessant, wenn man da ein bisschen dran rumschraubt, wenn man es hochstellt. Ich stelle das Ganze mal gerade kurz auf komplett hoch. Dann seht ihr, dass die Auflösung schon etwas besser wird, aber natürlich die Frames gleich um 10 absacken. Und von daher habe ich das dann ein bisschen runtergestellt. So einfach vor dem ersten Kästchen. Wenn ihr jetzt auf die Frames achtet, geht das Ganze gleich deutlich nach oben. Ich habe jetzt bei mir die Texturen ein bisschen höher gedreht, damit das sah wirklich ein bisschen doof aus, dass die. Ich habe gar keine Strukturen mehr gesehen bei manchen Sachen, also das sah ein bisschen blöd aus, fand ich. Ja, ich habe meine Texturen erstaunlicherweise auch auf Mittel gekriegt. Hätte ich ehrlich gesagt so nicht mitgerechnet. Ein Dodo! So, jetzt versuche ich einfach dich zu. Oh, da hinten, ich sehe jemanden jagen. Ja, ich habe ein Dodo erlegt. Ich sehe einen Jäger. Wo bist denn Hallo. du? Wo? Da. Guck mal, sehe ich dich toll aus? Was bist du für ein kurzer hier, du? Wie viel Fleisch gibst du denn? Warte. Ey. Nein. Nein, nein, nein. Aber ich habe ein Level-Up hier, muss ich dann langsam mal Ich habe hier. dich eingeladen, ne? Wohl, das Oh, ist so. entschuldige, Moment, ich muss mal ganz kurz mein Level-Up hier machen. So, als erstes immer hier die Hatchet, das ist immer Nimm ganz. an! Sofort, meine Herren! Du. Nimm an! Immer dieser Wie sieht das Stress! denn bei dir aus? I. Ja, sehr schön. Ich mache dich gleich mal zum Admin. Ja. Hui! Ja. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg, weil hier direkt neben einem anderen bauen ist jetzt vielleicht nicht die beste Option, Nee, und finde ich. außerdem, nee, das ist. Frage ist nur, welche Richtung gehen wir denn? Das ist eine gute Frage. Da hinten ist Strand und da sind Bäume, aber ich weiß nicht, was da für Dinos Ja, das weiß man, rumkriechen das und weiß krauchen. man hier nie. Also mittlerweile ist auch Version 1.9.3. Ich weiß, gestern haben wir bei so einem kleinen Test noch 1.9.2 gehabt. Mal gucken, was. Ich weiß, hab gar nicht. Oh, man sieht jetzt, ich habe jetzt einen kleinen Einbruch gehabt. Ich weiß nicht, ob Server bedingt ist. Also er hat gerade bei mir richtig gestockt gerade. Oh, er stockt jetzt richtig bei mir. Was machst Angst. du? Er hat beim Kacken gestockt. Also, ja gut, jetzt kommt natürlich darauf an, was du auch für eine Wurst rausgehauen hast, ne? Also so lange bin ich noch nicht auf der Welt, also das kann nicht so viel sein. Gegessen habe ich auch noch nichts. Das Hüpfen, das müsste man unbedingt mal fixen. Ja, das Schwimmen ist noch so ein bisschen buggy, finde ich. Oh, Au! irgendwas beißt mich. Ja, mich auch. Au, schon wieder. Was beißt mich denn da? Ein Piranha Piranha. wahrscheinlich. Ah, weg hier. Die Viecher hasse ich wie die Pest. Mir ist kalt. Oh! Oh, was ist das? Guck mal, den kenne ich noch gar nicht. Ja, Das müsste ich bin gleich tot. Ich bin tot. Was? Mann, hilf mir Was? doch. Wo bist du denn? Ich dachte, du Ich hast bin Gas. tot. Ich dachte, du hast Gas gegeben. Ach da, ich sehe dich. Ich sehe deine Leiche. Ison 2, Ison 3, Ison 1. Ich mache das Verdammt. jetzt mal anders. Ich spawn mal auf der Ison 1 und guck mal, dass ich wieder zu dir finde. Auf der East, wir sind auf Nord 2 gestartet und du willst auf der East so ein. Naja. Moment, Moment. Home? Ich sehe mich nicht auf der Karte. Ach nee, wirklich. Ja. Das Problem kenne ich ja gar nicht. Moment, aber das ist doch. Wo bin ich denn hier? Hier ist auch ein Lagerfeuer. Das ist jetzt natürlich kontraproduktiv. Ich weiß nicht, wo ich bin. Kannst du mir mal irgendwie einen Punkt in deiner Nähe sagen? Irgendwie irgendein Licht oder sowas. Also ich habe auf der einen Seite da hinten kommt noch irgend so ein Container runter. Den kann ich noch von hier aus erkennen. Das ist aber ziemlich weit weg. Und jetzt hakt es gerade wieder. Das ist ein bisschen peinlich für das LPT. Da kommt ein Licht über so einer Insel runter. Das kann ich von hier aus sehen. Ansonsten. Insel? Insel? Ich habe hier keine Insel. Bin ich jetzt echt falsch gestartet? Das wäre natürlich jetzt sehr viel besser, wenn ich sehen würde, wo ich bin. Ja, das wäre auch gut, wenn ich das sehen könnte, dann könnte ich dich ein bisschen. Weißt du, wo ich gerade bin? Warte mal. Ich bin gerade, unser berühmter Fluss. Ah Da, glaube ja. ich, bin ich gerade. Aha.
Ist natürlich die Frage, ja, wie gesagt, keine Chance, ich sehe mich nicht. Ich kann nicht Ich mal auch. sagen, in welche Richtung ich Ich muss. glaube, die Karten scheint hier auf dem Server deaktiviert zu sein, tippe ich mal. Weil normalerweise müsste jetzt ja oben da, wo meine Finger ra rauf gucken, da müsste ich ja irgendwo stehen. Das ist ja Norden eigentlich, also. Jetzt ist die Frage, habe ich gerade auf Norden getippt? Nee, ich glaube, ich habe auf East Zone getippt. Ich lege mich mal kurz mit so einem, was haben wir denn da vorne? Ich glaube, das ist ein Raptor oder das ist ein Dilophosaurus. Ich lege mich mal kurz mit dem an und spawn dann bei dir. Ja, Nord 2 war das. Ich hoffe, Wo ich. ist er? Jetzt will man schon mal sterben und. Au, 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 da ist er. Oh. Oh, das ging schnell. Ja, war ein Raptor. Level 4. Eieiei. Nord 2 müsstest du denn Alles starten. Dann wärst du auf jeden klar. Fall in der Nähe. Ja, ich bin schon wieder da. So. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, aber so läuft's halt. Ach so, die Insel meintest du. Ja, ich war wirklich im Osten. Das geht gar nicht. Mir ist kalt, ich muss was zu essen finden. Was Warmes. Ja, wo bist du denn gespawnt? Da, wo wir gerade gespawnt sind. Ich bin also quasi wieder auf der anderen Seite des Flusses. Ich Ich glaube, möchte jetzt. ich sehe dich da. Bist du hast der Strich in der Latte? Ach, nee. Nee, das bist du nicht. Also ich habe mich auf den Felsen gestellt, damit man mich sieht. Ja, ich boxe hier gerade mal ein Dodo um. Ach so. Ja, ich sollte mich langsam auch mal um was zu essen kümmern. Kann ja nicht immer auf die. Ich verhungere hier sonst beim Waden. So. Aber ich wollte nicht so weit von deiner Leiche. Wolltest du was aus deiner Leiche noch wieder haben? Wenn das Ja, das überhaupt. Problem ist nur, ich werde wahrscheinlich nicht durchkommen. Weil der Deine Mega Leiche. Piranha ist ja jetzt immer noch da. Ja, die Leiche sehe ich leider jetzt noch nicht. Und ich kann mich mit dem Viech auch noch nicht anlegen, so richtig. Nee, ist schon okay. Ich werde einfach mal ein Da war bisschen ja noch nicht viel drin, flussaufwärts. also viel war das ja noch nicht. Nein, eben. Da hatten wir schon Schlimmeres beim Testen gehabt. Oh ja, definitiv. Stehst du am Ufer? Ich stehe irgendwo am Ufer an so einem. Jetzt läuft, bist du gerade gelaufen? Ja, ich sehe dich da hinten, glaube ich. Hallo. Alles klar. Ganz perfekt, perfekt. Aber versuch mal ein Stück weiter nach vorne. Ich werde mich auch mal in die Richtung begeben, den Fluss noch ein bisschen nach oder diese Bucht nach vorne irgendwie. Vielleicht kommt man da Alles besser klar. rüber. Dass du da nicht Ich werde durchschwimmen musst. unterwegs schon mal ein bisschen was sammeln hier. Ach ja, da könnten wir gleich mal gucken, ob wir uns was zuschustern können zwischendurch. Falls man oder. Oh, scha. Da, was Oh. ist? Nee. Das sah aus wie ein Raptor ist, aber nur so ein Nein, ist Para. Parasaurus, genau. Ja. Das sah gerade auf die Entfernung halt anders aus. Aber hier läuft halt ein neuer rum, den ich noch nicht kenne. Ich glaube, das ist ein Ankylo. Heißen die solche. Was St so ein ist das? St Ankylosaurus, glaube ich, so ein Stachel. Ja, Ankylosaurus, der hat hinten eine Stachelkeule. Ah. Oder beziehungsweise keine Stachelkeule, aber der ist stachelig. Stachelig und so einen dicken Klumpen am Ende hat er. Genau. Den habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Den. Schick, 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 schick. Ganz ruhig, Kleiner. Ach, schade, warum noch keine Schleuder? Warum habe ich noch keine Schleuder? Der hackt hier nämlich zwischen Bäumen fest. Ideales Ziel zum Damen. So, ich habe. Ja, was kann man denn über Ark sagen seit der Zeit? Also wir spielen jetzt hier die erste Folge von uns. Ist schon ein Ja, bisschen ist etwas halt. länger draußen, hatte am Anfang starke Performance-Probleme. Ja, definitiv. Wie gesagt, läuft jetzt bei uns mit 1.9.3. Das hat sich wohl. Wie man bei mir sieht, es hakt bei mir hin und wieder noch was, obwohl ich nicht weiß, ob das am Server eventuell liegt, dass der. Aha! Hau ab! Ich bin noch nicht bereit zum Kämpfen. Geh weg! Oh nein, Oh. wir laufen Oh. in die doofe Richtung, glaube ich. Ja, ich sehe es gerade. Auf meiner Seite ist auch ein. Ich weiß nicht, ob es ein Raptor ist oder ein Carnosaurus oder was auch immer. Ich komme erstmal auf die andere Seite. Ah. Ah, hier ist ein Oh, Stegosaurus. bei Wo mir bist denn ruckelt's aber du? ganz ordentlich gerade. Bei mir nicht. Nee, also ich hake hier richtig manchmal. Oh, ich sehe hinten noch einen Spinosaurus. Ach du Heiliges. Wo bist denn du? Bist du noch weiter vorne Ich oder? glaube, ich bin noch Oh, weiter jetzt ruckelt's bei hin. mir auch. Oh nein! Verdammt, das ist eine blöde Ecke hier! Ich bin jetzt gerade bei dem Ankylosaurus. Wo bist denn du? Vielleicht bin ich schon ein Oh, da Stück hinten sehe vorne. ich einen Skorpion. Ja, bist du am Ankylosaurus vorbei, der am Baum Ja, hängt? ich werde Noch gerade weiter? voll angegriffen von so scheiß Viechern! Diese scheiß Fliegen!
Ich weiß, man sollte nicht Scheiß sagen, aber Entschuldigung, in der Situation. Es ist eine doofe Gegend. Ja, also das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, die haben da ein bisschen was gepatcht. Hier ist es wirklich überall unsicher. Wir haben jetzt schon mehrere Sessions auf mehreren Servern einfach mal testweise gemacht und ja, über kurz oder lang kam immer irgendwas Böses vorbei. Der Norden gefällt mir überhaupt nicht. Na, was brauche ich denn für meinen Speer hier wieder? Aber du lebst noch, ne? Also muss ja, ich lebe müssen. Noch, ich lebe noch. Soll ich wieder in Nordzone 2 starten? Das weiß ich nicht, dann müsstest du ja halt auch, ja gut, dann müsstest und du... Und dann in die andere Richtung gehen? Ich meine, der Richtung war ja nicht gerade so einladend. Für Anfänger. Nö, nee, das ist wohl wahr. Ich besorge mir hier gerade, ich krabbel hier ein bisschen gerade an den Büschen rum. Gut, ich spawne wieder eine Zone 2 und dann, Ja, ich bin gerade bei diesem Ankylosaurus, der am Baum hängt. Achso, bei dem bist du. So, hab mir jetzt gerade wieder einen Stab gemacht, einen Speer, besser gesagt. Ja, aber man muss dazu sagen, man muss ein bisschen dickes Fell mitbringen für den Game, weil man stirbt in wirklich also öfter mal, also es ist vor allem in der Anfangszeit. Bis man nachher seine Bewaffnung, Klamotten und sowas hat. Eventuell ein bisschen Dino-Verstärkung. Das kann ich wieder sammeln hier, das ist doch... Ich brauch Holz. Ja, ich krabbel hier gerade ein bisschen rum, ich habe ein Level up, ich weiß. Aber ich weiß noch nicht, inwieweit ich die Punkte verteilen werde. Ich schau einfach gerade mal. Lagerfeuer ist ja eh Standard, brauchen wir ja. Naja, das. Ich werde auch. Also wir hatten überlegt, dass man so ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber dass man levelt beim Baum doch sehr stark und wenn nur einer baut, ist es ein bisschen doof. Das ist wohl wahr, ja. Und so kann sich jeder seine eigene kleine Hütte, die wir nachher vielleicht zusammenbauen oder sowas, oder. Denke ich mal, ist ganz nett dann zu sehen. Na, wer furzt denn hier rum? So ein kleines Lagerchen. Ja, vielleicht, dass wir zwei Häuser und dann drumherum noch einen Zaun bauen oder sowas in der Richtung. Ja, sowas in der Richtung dachte ich auch. Das heißt, man darf nicht zu nah an der Küste sein, aber ganz weit weg wegen Wasserversorgung sollte man ja auch nicht sein. Nein, also, dass man dazwischen noch eine Wand ziehen kann, so ungefähr. So. Ja, vielleicht könnten wir auch zweistöckig bauen. Ein Stockwerk du, ein Stockwerk ich oder so mit verschiedenen Eingängen. Müssen wir mal schauen. Ich denke, da werden wir schon irgendwas finden. Ich würde fast sagen, erstmal so zwei kleine. Ja, so zwei kleine Hütten, die man nachher vielleicht zusammenfasst durch ein paar Wände oder sowas. Durch oder Zwischengang, Flur oder sowas. Oh, hier wird gekämpft. Was ist das denn? Ich habe ein Level ab, erstmal Level ab. Sabertooth. Oh, Säbelzahn. Oh, ja, geil. Hab ich noch nie gesehen. Cool. Der Ankylosaurus hat den erstmal zerpflückt und den werde ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen. Ist ja schick. Siebenmal so. Hide, einmal Raw Meat, das gefällt mir. Also sind wir hier, ja, die Bäume machen schon wieder Party. Also sind wir hier jetzt auch nicht so sicher. Nein, ich würde eher die. Ne, ich würde sagen, wir gehen in die andere Richtung vom Startpunkt aus, wo wir gestartet sind. Oder? Was meinst du? Also, ja, damit ich wieder durch den Fluss muss, das kannst du mal voll vergessen. Na. Naja, der Hotze, da muss man aufpassen, das ist ein ganz gewiefter. was brauche ich für meinen Speer? Ich brauche ein bisschen Bewaffnung. 8 Wood, 2 Flint. Ich bin gerade ohne Bewaffnung hier rüber gekommen. Ja, mein. Ich gehe in die Richtung und unterwegs muss man sich dann halt mal ein bisschen. Ich glaube, ich führe für dich eine neue zu spät kommen eine Zeiteinheit ein. Du bist 3 Hotze zu spät. Ich komme ja schon, ich beeile mich ja schon. Ja, wenn man bei dir nicht mal dahinter sitzt. Das Schlimme ist das. So, was bräuchten wir dafür? Stone und Thatch. So. Ist doch nicht so schlimm, wenn man auf dem Weg dahin ein bisschen rumkloppt. Ja, du kannst ja hier auch noch rumkloppen. Ja, dann können wir uns endlich mal auf den Weg machen, weil ich warte hier die ganze Zeit. Ja, ich renne schon, ich bin schon tired. Also. Ist ja nicht so, schon dass ich tired. Hier... Oh, ich brauche Steine. Stimmt, Steine. Hotze müde, Hotze schlafe. Ja, hatten wir das nicht bei Star Wars? Hoppala, jetzt hat's aber gerade geruckelt. So, jetzt ist weg. Stone. Hier ist nix an Stone. Keine Steine? Was ist das denn? Oh, liegen bei mir jetzt vor Haufen rum, aber du wolltest ja nicht zu mir kommen.
Nö, ich baumel die jetzt einfach ab. So. Oh. Hier schläft jemand. Naja, ich gehe mal weiter. Ist auch mal interessant, wieder so weit, aber Level 3, ich denke, da hat sich noch nichts gebaut und sowas. Der hat wohl nur mal kurz Nö, auf den denke ich Server auch nicht. geguckt. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich bin So. tired. Ich überlege zu schwimmen, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da, wo ich gerade rüber bin, da, wo der Ankylosaurus ungefähr ist, da ist nichts. Da konnte ich ohne Probleme rüber. Da sind bestimmt wieder Raptoren und sowas unterwegs, oder nicht? Da konnte ich ohne Probleme rüber. Und dann gehst du halt links anstatt rechts, weil rechts waren ja die Fliegen, die dich auseinandergepflückt haben. Ja. Weil ich bin nämlich ein Stück weiter links jetzt und baue hier ein bisschen Stone ab. Ach, da, Ups. nee, ich sehe es auseinanderfliegen. Mann, bist du stark. Ja, echt. Ich sehe dich da hinten ganz klein am Horizont. So Ach, ganz. ich brauche immer noch einen. Oh, Pickel kaputt. Natürlich. Ups, auf den Stein boxen, schlechte Idee. Kriege ich hier auch was anderes außer Flint raus? Da, Stone. Stone, da. Du, irgendwann bist du froh über jeden Flint sein, den du findest. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe dann jetzt auch schon mal ein Lagerfeuer gecraftet. Das heißt, wir können uns dann auch bald was zu essen herstellen. Na, du sollst da rein. So. Wo bist denn du? Ich bin dir jetzt genau gegenüber auf deiner Flussseite. Ach so, da. Ich werde mal versuchen, beim Stego da irgendwo rüber zu kommen. Ja, das war ganz gut da. Wenn ich sterbe, räche mein Tod. Ja, oder ich gehe einfach weiter. Hey, ich habe So. ein Upgrade. So, ich muss erstmal kurz ein bisschen Energie, dass ich da auch gleich einen Zug durch. Ja, jetzt aber los. Ich durfte mir noch kein Speer basteln. Der Herr wollte das ja nicht. Aua! Ich hab's geahnt. Ich hab's doch geahnt. Oh, Da na. kack ich einfach mal. Ah, oh, gerade noch geschafft, ey. Das Ich hab's ist der ja geahnt. Gitarre. Ich hab's ja geahnt. Ich brauch Heid, ich brauch Heid. So, ich muss jetzt ein bisschen krabbeln. Ich will einen Speer haben. Ein bisschen Bewaffnung ist nie verkehrt. Hoppala. Außerdem brauche ich was zu essen. Wo bist denn du jetzt? Ach da. Ich krabbel mich hier durch die Gegend. Brauche ich denn jetzt hier noch für Handschuh, Fiber? Ja, natürlich. Was auch Wie sonst? Hand, wie Handschuhe. Handschuhe. Und Hide brauche ich. Dann bin ich schon mal komplett angezogen. Ach verdammt, ich glaube, ich habe jetzt zwei Äxte. Ich bin gerade beim Craften durcheinander gekommen. Ja, Man das sollte ist. nicht, man sollte ja nicht das ein Gramm in die. Nee, das ist mir aber auch schon passiert. Ich futter hier mal kurz ein bisschen was. Na gut, habe ich Ersatz, wenn die mal kaputt geht, schon dabei. Ja. So, kann ich denn schon Speer? Nein, natürlich nicht. Ja, was hat gerade gepiept? Ja, das war der Tee. Ach so, ist es soweit. Es ist eigentlich soweit, ja. Aber vielleicht probieren wir nochmal eben hier einen Punkt zu finden, wo wir. Jetzt lass mich doch abkrabbeln. Punkt zu finden, wo wir hinkommen. Weiß ja nicht, ob in die andere Richtung auch eine schlechte Idee ist. So weit bin ich ja noch nicht gegangen. Nee, das. Ich meine, im Prinzip ist alles eine schlechte Idee. Ja, das stimmt wohl. Oh Mann, bisschen was futtern. Was schaust denn du dir da auf den Arm? Ich suche meine Uhr. Hast du die gesehen? Nein, aber du hast ziemlich unreine Haut. Also vielleicht kannst du dir aus ein paar Mojo-Bären mal irgendwie eine Peeling-Creme machen oder so. Ich mache dir gleich einen Narkobären-Eintopf. Ah, alles klar. Ich laufe mal weiter und Fiber, ich schau war immer noch mal. Fiber, es ist doch nicht wahr. Ja, dann sammelt ihr doch Fiber. Ja, ich dachte, ich hätte genug. So. Fiber, Fiber. Krieg ja kein Fiber, ich krieg nur Bären. Ja, kannst du auch gebrauchen. Ah, Da hinten hier läuft ein mal Schild Fiber, da durch. ist es doch gut. Dann kann ich mir wenigstens Speer craften, so. Bräuchte sowas wie ein Dodo. Habe ich vorhin ganz viele gesehen, aber da wolltest du nicht zu mir kommen.
bin mir sicher, ich werde auch hier meinen Hide finden. So. Oh, da liegt ein Riesenhaufen Scheiße. Eieiei. Wo bist du jetzt eigentlich hingedackelt? Weiter ich hoch? Bin einfach weiter der Küste entlang. Hier ist ein Trike ist hier. Level 3. Boah. Los, töte ihn. Ja, natürlich, natürlich. Eine Schildkröte, mit denen habe ich echt schon super Erfahrungen gemacht. Ah, ich sehe Trike und Schildkröte. Ich bin hinter dir irgendwo. Wow. Was war das denn jetzt? Nimm ich mit. Ja, ist doch gut. Nimm ich doch einfach mit. Das will mich nicht mitnehmen. Oh, da sehe ich Dodos auf einer Insel. Da ist ein Flugsaurier. Da ist ein Parasaurus. Also solange wie hier so viele quasi Pflanzenfresser rumrennen. Alter, was ist das denn da hinten? Das ist ein Riesen... Scheiße, der ist auch neu. Voll der Riesenvogel, aber volles Fund. Komm mal her. Ja, ich bin doch direkt da. Mann, du Hetz. Guck mal hier hinten. Also den kannte ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der feindlich ist, ehrlich gesagt. Naja, die Pflanzenfresser scheinen ganz ruhig zu sein. Ja, aber... Oh, ich hab Hunger. Ach du meine, ja, nicht Hunger hier gleich. Da sind zwei Dodos auf der Insel. Was passiert eigentlich, wenn man Eating Rovers sieht? Ah. Unhealthy. Oh, das spoilt aber schnell, du, das Fleisch. Das ist, in einer Minute ist es weg. Bist du jetzt rüber geschwommen? Bleib hier. Ach, da bist du. Der Dodo. Der Dodo schwimmt gerade weg. Achte auf Piranhas. Naja. Ich schau's mal. Bin doch schon wieder da. So. Ja, hier ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Wollen wir für die erste Folge denn erstmal. Ja, ich crafte mir gerade eben nochmal Handschüchen. Natürlich. So. Ich musste die ganze Zeit ja nur hinterher daggeln. So wie ich bei dir zu Anfang. Naja, aber dafür hast du schneller gelevelt jetzt als ich. Ja. Da ist mein. Aua! Ich weiß nicht. Alter, ich bin schon am Hungern hier und dann haust du mich noch. Ja, dann darf ich gleich nochmal wieder hinterher daggeln. Das passt gut. Was machst denn du? Hallo? Komm her, ich stech dir in die Nase. Nein. Hallo? Hallo? Oh, Scheiße! Alter! Warum? Ich passe hier auf. Warum wirft er denn? Ich denke, ich dachte, das ist nur Ziel und werfen ist mit... Entschuldigung. Ja, erstmal danke für diese Folge. Ich sag schon mal tschö, ich muss jetzt erstmal wieder. Tut mir leid. Viel Spaß bei der nächsten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja, okay.